Jetzt sind wir live. Gut, fängst du an. Genau, dann, wir können auch noch eine, zwei Minuten warten, aber ich kann schon mal alle Zuschauer und Zuschauerinnen begrüßen, die hier beim Digitaltag dabei sind. Ihr seid hier im Livestream von Tabea Rössner, Bundestagsabgeordnete der Grünen, netzpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag gelandet. Genau, und wir begrüßen erstmal alle, die sich jetzt einschalten und machen schon noch mal ein bisschen Soundcheck. Aber ich kann schon mal sagen, worüber hier wir reden werden. Wir sind beim Digitaltag, heute ein großer Aktionstag aller digitalpolitischen Akteure in der Gesellschaft, die die Digitalisierung gestalten wollen und voranbringen wollen. Und ihr seid hier in einem Interview mit Tabea Rössner, netzpolitischer Sprecherin der Grünen. Und wir reden heute über die Corona-Warn-App. Ich werde Tabea interviewen, was es mit der App auf sich hat und wie sie funktioniert. Und wir werden dann auch diskutieren darüber, ob diese App jetzt ein Erfolg war oder nicht. Und genau, und aktuell. Ich stelle dich jetzt mal vor, Fabian. Weil genau. Stellt die Tabea mich jetzt noch vor, weil ich ja auch Interviewer bin hier. Genau. Also schön, dass du, Fabian, dir Zeit genommen hast. Du bist der Vorstandssprecher der Landesgrünen sogar, der Grünen Jugend, ne? Oder? Nein, ich bin für die Grünen Jugend im Landesvorstand. Der Vorstandssprecher ist noch niemand anderes, aber ich bin im Beirat der Grünen Jugend, im erweiterten Landesvorstand der Grünen für die Grünen Jugend und auch Landtagskandidat sogar der Grünen Jugend. Bist du schon nominiert? Genau. Sehr schön, herzlichen Glückwunsch. Ja, Fabian ist auch sehr digital affin, deshalb haben wir schon des Öfteren miteinander zu tun gehabt. Wir haben schon mehrere Stories gemacht, Veranstaltungen zusammen und von daher habe ich gedacht, am Digitaltag ist es doch schön, wenn wir wieder was zusammen machen. Und deshalb glaube ich, ist es ganz gut, jetzt die Corona-Warn-App nochmal zu beleuchten, die ja diese Woche an den Start gegangen ist und es ja schon richtig viele Leute gibt, die sie runtergeladen haben. Aber es gibt natürlich, obwohl die ja nicht schlecht ist, auch so ein paar Probleme und die wollen wir gleich beleuchten. Genau. Genau, deswegen würde ich sagen, wir steigen jetzt einfach ins Interview ein. Und zwar am Dienstag morgen wurde ja quasi die Corona-Warn-App gelauncht. Es sind die App Stores der verschiedenen Anbieter gekommen und man konnte sie sich aufs Smartphone laden. Und hast du schon gemacht? Ja, ich habe es direkt am Dienstagmorgen runtergeladen. Ich habe es auch dann am Dienstagabend meiner Mutter aufs Smartphone installiert, weil ich der manchmal da noch ein bisschen behilflich bin, was die ganzen digitalen Geräte angeht. Aber ich habe es auch meiner Mutter installiert, weil ich auch finde, es ist wichtig, dass es viele Leute haben und dass viele installiert haben, weil je mehr es natürlich auf dem Smartphone haben, desto größer ist auch die Wirkung der App. Genau. Und ja, wie gesagt, am Dienstag ist die App gelauncht worden und ich würde jetzt erstmal mit der ersten Frage an dich einsteigen, Tabea. Wie funktioniert denn etwa die App? Kannst du jemanden, der jetzt vielleicht auch nicht so digital affin ist, mal erläutern, wie das funktioniert, dass die App einen vor einer möglichen Infektion durch Corona warnt. Genau, also ihr kennt ja sicher alle die Bluetooth-Funktion bei euren Handys oder Tablets und die Corona-Warn-App funktioniert eben über Bluetooth und zwar stellt das Smartphone die ganze Zeit oder diese App temporäre IDs zusammen, ne? Also sie sendet die ganze Zeit IDs, die sich aber immer wieder verändern und tauscht diese IDs mit anderen Smartphones, die eben auch diese App geladen haben, aus, die in einer direkten Nähe zu mir standen. Also das heißt, es findet die ganze Zeit ein Austausch von IDs statt und das Smartphone speichert diese IDs. Wenn ich jetzt also feststelle, ich bin positiv, dann kann ich das in der App eingeben. Und diese App schickt dann all meine temporären IDs an einen Server
Und der Server schickt dann diese temporären IDs an alle App-Nutzer weiter, bei denen dann die App auf dem Smartphone wieder prüft, ob es da eine Übereinstimmung gibt mit den positiv getesteten IDs, die ich geschickt bekommen habe. Und das ist für den Zeitraum von 2 Wochen sind diese IDs gespeichert. Das heißt also, es gibt sozusagen die ganze Zeit einen Austausch an IDs und ein Abgleichen mit den IDs über die App. Das Gute ist, dass der Server so wenig Informationen zentriert oder sammelt, ne, weil eigentlich die ganzen Informationen auf den Smartphones der Nutzerinnen und Nutzer ist, und deshalb spricht man eben auch von einer dezentralen Lösung. Und damit es keinen Missbrauch gibt, ja, oder nicht so viele Falschmeldungen, soll auch der positiv Getestete vom Gesundheitsamt dann eine ID, einen Code oder irgendwas bekommen, mit dem er sozusagen dann diese positive Eingabe machen kann. Okay, ich hoffe, das war verständlich, weil es ist ja tatsächlich nicht so ganz einfach. Ne? Aber wichtig ist einfach, dass es eine dezentrale Lösung ist, nicht, dass wie in anderen Ländern ja zentral ein großer Server alles sammelt und dann möglicherweise eben auch persönliche Daten dort zu finden sind, die dann was über meinen Krankheitszustand sagen, sondern diese Informationen befinden sich eben dezentral auf den Smartphones der jeweiligen Nutzerinnen und Nutzer. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig nochmal, weil es ist jetzt ja nicht möglich, dass Leute einfach sich aus Spaß mal positiv melden können und dann auf einmal ihre gesamten Kontaktleute oder aus den letzten 2 Wochen eine positive also ein erhöhtes Infektionsrisiko angezeigt bekommen und so einfach viele Leute dann auch theoretisch ja unnötig in Quarantäne gehen sollten oder könnten, und das wird ja auch unterbunden dadurch. Ich finde, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den man so unterstreichen sollte. Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Genau, jetzt sind wir ja quasi mit der Corona-Krise schon seit Ende Februar, Anfang März konfrontiert, und viele Länder hatten auch schon davor in Asien eine App, und jetzt haben wir quasi, sagen wir mal, so 3 Monate gebraucht, um eine App zu entwickeln. Kannst du denn sagen, warum das so lange gedauert hat, die App zu entwickeln? Also von der eigentlichen Beauftragung her, ne? Weil die Unternehmen, die beauftragt wurden, die App in Deutschland zu entwickeln, das war SAP und T-Systems, von dem Augenblick an ist es relativ schnell gegangen. Nur der ganze Prozess vorher war halt schwierig, weil die Bundesregierung ganz lange in die falsche Richtung marschiert ist. Die hat nämlich die zentrale Lösung die ganze Zeit verfolgt. Und sie hat aber vorher auch schon irgendwelche Diskussionen gehabt mit Funkzellenabfragen, mit Apps, die jetzt nicht diese Nachverfolgungs-App waren. Alles wurde da so vermengt, ne? Es wurden große Erwartungen mit der App verbunden, und man hatte ursprünglich ja vor, die sogar vor Ostern schon an den Start zu bringen. Das alles war, glaube ich, nicht glücklich und hat dazu geführt, dass es solche Verzögerungen gegeben hat. Grundsätzlich gab es ja vorher eine große Initiative von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, von Expertinnen und Experten, die darüber diskutiert haben, wie so eine App funktionieren kann, und zwar auf europäischer Ebene. Und da gab es dann diese unterschiedlichen Haltungen, dezentral und zentral. Und die Bundesregierung hat halt dann erstmal diese zentrale Lösung versucht durchzusetzen. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass auch die großen Unternehmen, also die Android- und iOS-Systemanbieter, da ja mitspielen müssen. Ja? Und die haben dann gesagt, sie wollen auch die dezentrale Lösung favorisieren. Und es musste auch noch eine gemeinsame Schnittstelle entwickelt werden. Also vielleicht habt ihr das mitgekriegt, gerade bei Apple ist es so, dass Bluetooth, wenn das die ganze Zeit hinten mitläuft sozusagen, brauchte das nochmal eine neue Funktion. Das musste auch erstmal programmiert werden. Also von daher, das hat alles dazu geführt, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Aber ich glaube, fatal war einfach, dass die Bundesregierung das erstmal so falsch in eine falsche Richtung getrieben hatte. Was aber großartig ist bei dieser App, und das muss man, glaube ich, auch echt nochmal
erwähnen. Die Zivilgesellschaft, die Wissenschaft, ja, die hat sich ganz stark eingebracht. Und letztlich hat die Vernunft gesiegt. Ja? Und wenn man sich eben einschaltet, auch als Zivilgesellschaft und plausibel macht und sich stark engagiert bei so einem wichtigen Thema, wo es ja um Gesundheitsdaten, also sehr persönliche Daten geht, wenn man sich da engagiert und deutlich macht, warum diese Lösung richtig ist, ja, dann kann man tatsächlich auch was bewirken, und dass die Bundesregierung da dann eingelenkt hat, ich glaube, das ist ein großer Erfolg. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Du hast auch schon viele Akteure aufgezählt, die an der Entwicklung der App beteiligt waren. Kannst du vielleicht darauf nochmal eingehen? Also es waren Unternehmen beauftragt, es war aber auch, ich denke mal, viele andere Akteure noch daran beteiligt, damit man auch einen großen Rückhalt hat. Ja, und was halt vor allen Dingen wichtig war, dass es eine Open-Source-Lösung ist, also offene Standards, und dieses Konzept und auch die Quellcodes immer gleichzeitig veröffentlicht wurden. Das heißt, das, was wir ja immer fordern, ja, dass es offene Software gibt und dass diejenigen, die sich auskennen, die die Quellcodes überprüfen können und Schwachstellen finden können, da gleich darauf reagieren können und diese Schwachstellen auch gleich behoben werden können. Und das ist passiert. Also es wurde gleich veröffentlicht auf dieser großen Plattform, wo es einen großen Austausch über offene Software gibt, diese GitHub-Plattform. Und es gab auch schon eine Schwachstelle, die entdeckt wurde und die ausgemerzt wurde. Das heißt also, viele Akteure, wie zum Beispiel auch der Chaos Computer Club, der sich jetzt sehr positiv zu der App geäußert hat und gesagt hat, sie haben eigentlich nichts Grundsätzliches zu bemängeln. Das sei schon eine komische Situation, weil das bisher so noch nicht passiert ist. Ne? Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von verschiedenen Universitäten, aber auch so netzpolitische Organisationen und Vereine, die Grundrechte einfordern, die Einhaltung der Grundrechte, die sind alle mit dabei gewesen. Und insofern ist das, glaube ich, ein richtig großes Erfolgsprojekt, was man immer wieder hervorheben kann. Ja. Auf jeden Fall. Das heißt, es waren auch, wie du schon gesagt hast, nicht nur Unternehmen beteiligt, sondern eben auch der Chaos Computer Club, der es jetzt ja auch sogar gelobt hat und gesagt hat, das ist ganz ungewöhnlich für sie, dass sie etwas von der Bundesregierung und in der Digitalisierung loben. Jetzt ist die App am Dienstag gelauncht worden und ich habe gelesen, sie wurde auch schon über 8 Millionen Mal auf Smartphones installiert. Das ist, denke ich mal, ein großer Erfolg. Warum denkst du, wurde denn die App so gut angenommen? Ich glaube, die ist deshalb so gut angenommen worden, weil es so hohe Datenschutzstandards gibt, weil der Prozess mit offener Software, Quellcodes, der Einbeziehung der zivilgesellschaftlichen Akteure, der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, weil dieser Prozess eben stattgefunden hat und man so sehr stark für Vertrauen werben konnte. Denn die Akzeptanz und die Nutzung der App hängt ja ganz stark davon ab, ob ich Vertrauen habe, ob meine Daten sicher sind. Ja? Und nur dann lade ich mir die runter. Und diese App wird sicherlich nicht alleine die Pandemie bekämpfen, aber sie kann einen Beitrag leisten, indem ich Kontakte nachvollziehen kann. Wir erleben ja immer mehr Menschen, die auch sehr verantwortungsbewusst in dieser Krise umgegangen sind. Und ich glaube, diejenigen, die sind auch bereit, und es ist ja auch vielleicht ein Stück weit wieder ein Weg in die Normalität zurück, wenn man mit solchen digitalen Instrumenten zumindest ein paar Risiken sehen kann. Also, weil es geht ja darum, dass die Risikobewertung, ob ich jetzt Kontakt hatte und wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass ich mich möglicherweise angesteckt habe und kann ich mich dann direkt auch sozusagen in Quarantäne begeben. Ich glaube, diese Verantwortlichkeit haben viele Menschen, und weil es eben so eine gute Lösung ist, haben viele das dann auch gleich genutzt. Auch wenn es leider nicht alle nutzen können. Das stimmt. Da gehst du auch schon direkt zu meiner nächsten Frage über. Ich habe von Leuten gehört, die zum Beispiel ältere Apple-Geräte haben, dass sie die App nicht installieren können. Kannst du schon mal erklären, warum das so ist?
Also diese Bluetooth-Komponente, die funktioniert eben nur mit neuen Betriebssystemen von Apple und von Android. Und deshalb sind ältere Geräte, die diese Komponente nicht haben, können diese App sozusagen nicht nutzen. Und das ist natürlich fatal, weil wir uns ja eigentlich für Langlebigkeit der Geräte einsetzen. Und ich auch immer sehr dafür werbe, dass man seine Geräte möglichst lang nutzt und dass sie reparierbar sind und der Akku austauschbar ist und so weiter. Wenn das jetzt schon Standard wäre, ja, dann könnte man diese alten Geräte auch damit aufrüsten. Und deshalb braucht es da auch dringend eine Lösung, weil wir können ja nicht irgendwie da die digitale Spaltung noch verschärfen, dadurch, dass manche Leute eben das Geld haben, sich neue Geräte anschaffen können, sich dann eben auch diese App runterladen können und andere, die kleines Einkommen haben, das nicht tun können. Deshalb war uns zum Beispiel auch wichtig, dass es unbedingt ein Begleitgesetz geben muss, das eben diese Freiwilligkeit auch nochmal betont. Denn als die App gerade gestartet war, haben wir gleich in den sozialen Medien und ich habe auch Mails bekommen, gelesen, dass Arbeitgeber sich zum Beispiel Gedanken gemacht haben, ja, das für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verpflichtend zu machen oder dass auf Firmengelände nur jemand kommen darf, der diese App auch geladen hat. Und dann ist es mit der Freiwilligkeit, die wir ja auch alle eingefordert haben, die Bundesregierung immer versprochen hat, nicht mehr so weit her. Ja, und es gibt viele andere, die sich Gedanken machen, kann ich dann meine allgemeinen Geschäftsbedingungen verändern und diese App zur Voraussetzung machen, dass man Mitglied im Club werden kann, im Fitnessclub oder den Restaurantbesuch damit verknüpfen und so weiter. Und da darf es eben keine Diskriminierung geben. Denn solange diese App eben nicht von allen nutzbar ist, ja, kannst du sie auch nicht verpflichtend machen. Und wir haben einen Gesetzentwurf dazu erarbeitet, den wir jetzt auch eingebracht haben, weil wir das für dringend notwendig halten. Darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, auf den Gesetzentwurf. Du hast schon angesprochen, eine Lösung könnte sein, dass Smartphones vor allem langlebiger sind. Wie stellst du dir denn das genau vor? Also im Moment sind ja die Smartphones so gebaut, dass du die selber gar nicht aufmachen kannst, ne? Und den Akku austauschen kannst. Es gibt zwar ein paar Unternehmen, aber ein paar Geschäfte, die das auch anbieten, aber das ist doch sehr gering. Und letztlich müsste es wahrscheinlich von EU-Ebene da Regelungen, Standards geben, die das gewährleisten, ne? Das betrifft ja den nachhaltigen Konsum. Wir produzieren so viel Elektroschrott. Jedes Jahr werden 24 Millionen neue Handys in Deutschland gekauft, muss man sich mal überlegen. 24 Millionen neue Handys, ja. Und deshalb ist es wichtig, dass wir mit diesen Ressourcen, ja, die, da sind ja so viele seltene Erden verbaut und so weiter, dass wir damit auch verantwortungsvoll umgehen, gerade im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Klimaschutz und so weiter. Und deshalb müssen wir natürlich ein Interesse daran haben, dass diese Geräte möglichst lange genutzt werden können. Und das heißt aber auch, dass dann die Anbieter dieser Geräte Updates anbieten, lang genug auch eine Unterstützung dafür anbieten, Reparaturmöglichkeiten schaffen, damit diese Geräte eben auch lange leben können. Ne? Ich habe zum Beispiel meine alten Handys auch immer weitergegeben, ne? Aber meine Tochter jetzt sagte auch, ne, mit dem iPhone 7, das sie von mir hat, kann sie die App nicht runterladen. Das fand ich auch schon interessant. Ne? Klar, manche haben vielleicht das Update des Betriebssystems noch nicht gemacht. Das muss man dann erst mal gucken. Aber für manche gibt es gar nicht das neueste Betriebssystem runterzuladen. Und dann haben sie Probleme damit. Also das darf nicht sein. Und deshalb braucht es dafür einige Regelungen. Sehr gut, dass du das ansprichst. Ein weiterer Punkt, was ja auch noch interessant ist, die App muss ja quasi, ich habe sie jetzt mir installiert und ich bin zum Beispiel jemand, der versucht immer auf seinem Smartphones die ganzen Funktionen wie Bluetooth, GPS und so weiter immer nur anzumachen, wenn ich es auch brauche. Damit erstens mal aus Datenschutzgründen, aber eben auch damit ich nicht so viel Strom verbrauche.
Jetzt habe ich die App installiert und hatte mir irgendwie angewohnt, ich tue Bluetooth immer nur anmachen, wenn ich zum Beispiel mit meiner Musikbox mein Smartphone koppel. Und dann wollte ich intuitiv das Bluetooth ausmachen und wurde auch direkt gewarnt, wenn ich jetzt das Bluetooth aus habe, funktioniert die App nicht. Das ist aber auch nochmal eine gute Eigenschaft der App, dass sie einen noch sofort darauf hinweist, wenn sie jetzt quasi inaktiv werden sollte. Jetzt habe ich mir aber auch die Frage gestellt, wenn quasi mein Bluetooth und mein GPS die ganze Zeit laufen müssen, wirkt sich das nicht auch auf den Stromverbrauch und auf den Energieverbrauch der Smartphones auf und aus? Und könnte man das noch regeln oder wurde das so programmiert, damit es möglichst auch energiesparend geht? Also diese Bluetooth-Komponente oder die App nutzt dieses Low-Energy-System, ne? Und das heißt möglichst wenig Stromverbrauch. Allerdings haben wir auch festgestellt, in anderen Ländern zum Beispiel klagen Nutzerinnen und Nutzer über deren App, also das sind natürlich andere Apps, da weiß ich nicht genau, wie die programmiert sind, die klagen darüber, in Frankreich zum Beispiel ganz massiv darüber, dass die Akkus ganz schnell leer sind von ihren Smartphones. Das ist natürlich auch nicht hilfreich, weil wenn man die App ja nutzen soll, ja, dann macht es auch keinen Sinn, wenn der Akku immer so schnell ist und die Leute dann genervt sind und diese App dann wieder ausschalten oder Bluetooth ausschalten. Also von daher ist es wichtig, dass es einen niedrigen Energieverbrauch hat, und das wurde auch zugesagt, dass darauf Wert gelegt worden ist. Deshalb hat es in der Entwicklung auch ein bisschen gebraucht. Und das zeigt sich jetzt, glaube ich, in der Anwendung, ne? Ob das tatsächlich so ist und oder ob da vielleicht nochmal nachgesteuert werden muss. Wichtig ist, dass die App eben gut funktioniert, dass sie einfach zu bedienen ist. Das ist, glaube ich, so, dass sie auch gut erklärt ist, dass sie die Datenstandards alle einhält, hohen Datenschutz, und dass sie eben wenig Energie verbraucht, ne? Also das sind alles die Aspekte, die wir auch damals in die Diskussion mit eingebracht haben und die weitgehend erfüllt sein sollen. Und jetzt muss man in der Anwendung sehen, ob dem so ist. Da sind wir noch gespannt. Vielleicht noch ein Aspekt, weil ich Frankreich angesprochen habe und andere Länder, ne? Es ist jetzt noch nicht so, dass ich ins Ausland fahren kann. Also wir dürfen ja jetzt so in andere Länder fahren, jedenfalls ins europäische Ausland. Und es gibt viele Apps in den unterschiedlichen Ländern, aber die sind zum Teil eben anders, ne? Also es gibt ein paar Länder, die auch den dezentralen Ansatz gewählt haben. Österreich zum Beispiel ist so, die Schweiz macht das, auch Italien, die sind aber noch in verschiedenen Regionen im Testbetrieb. Die Schweiz hat auch einen Testbetrieb. Frankreich hat einen zentralen Ansatz, da wird zum Beispiel dann die Verknüpfung mit der deutschen App schwierig werden. England will jetzt wohl auch den dezentralen Ansatz wählen, aber wichtig ist natürlich, dass die Apps auch im Ausland sozusagen funktionieren, ne? Und daran arbeiten die im Moment noch. Also wenn ich jetzt ins Ausland fahre, kann ich zum Beispiel nicht die App, die italienische oder österreichische App dann nutzen, ne? Oder die sind nicht kompatibel miteinander. Aber das wäre natürlich interessant und wichtig zu wissen, ne? Wenn ich irgendwo hinfahre, dass dann das auch mit anderen Anbietern im Ausland funktioniert. Wäre es nicht theoretisch möglich, dass man sich auf EU-Ebene auf eine App, die jetzt besonders effizient, datenschutzfreundlich ist und auch eine hohe, sage ich mal, Akzeptanz hat, dass man die übernimmt und in verschiedene Sprachen übersetzt und dann einfach EU-weit verbreitet? Das war ja am Anfang so die Idee mit diesem Zusammenschluss dieser ganzen Initiativen, dass man tatsächlich eine europäische Lösung findet. Aber die Ausgestaltung in den jeweiligen Ländern war dann doch irgendwie schon auch, ne, weil die Diskussionen auch so unterschiedlich waren in den Ländern. Natürlich wird es mal einfacher, wenn wir EU-weit, ne, wir reden vom europäischen Binnenmarkt, wir wollen möglichst frei reisen, Warenverkehr und so weiter. Da wäre es natürlich sinnvoll, wenn man eine App hätte, die jetzt überall auch funktionieren würde. Aber das war dann leider doch nicht möglich, das so auf den Weg zu bringen. Aber generell ist es immer gut, wenn wir europäische Lösungen haben. Aber die Diskussion der Mitgliedstaaten, das dann auf den Weg zu bringen, die brauchen da manchmal ein bisschen länger.
Und ich glaube, weil es ja zeitlich ein bisschen gedrängt hat, hat dann doch jedes Land für sich erstmal die eigene Lösung, bevor man sich dann auf europäischer Ebene tatsächlich in einem mühsamen Verhandlungsprozess dann auf etwas geeinigt hätte. Ne? Okay. Jetzt habe ich in den Nachrichten gesehen am Dienstag, die App wurde gelauncht und es gab eine große Pressekonferenz auch der Bundesregierung. Und ich habe gesehen auch, dass ihr aus der Bundestagsfraktion noch ein separates Gesetz zur Begleitung der Corona-Warn-App gefordert habt und auch immer noch fordert. Kannst du das mal noch vorstellen? Wie stellt ihr euch dieses Gesetz vor? Warum braucht es das aus deiner Sicht und was kann es helfen? Naja, wir haben natürlich deutlich gemacht, durch die Erfahrung, die wir auch im Vorfeld schon in Diskussionen mitgenommen haben, aber die sich dann eben auch gezeigt haben, ne? Die Mails, die kamen oder über Social Media, dass die Leute sagten, mein Arbeitgeber will jetzt, dass ich diese App nutze, dass es eben aufgrund der Freiwilligkeit, die zwar vorgegeben ist, aber nicht abgesichert ist, einfach ein Begleitgesetz gibt, das genau das regelt, ja, dass man auch Strafen verhängen kann, wenn sich jemand dagegen, die App trotzdem irgendwie verpflichtend macht in Verträgen oder dann beim Arbeit bei der Firma, beim Firmengelände oder sonst was. Es ist auch geregelt zum Beispiel, was ist, wenn ich jetzt Solo-Selbstständige bin und ein positives Ergebnis habe, beziehungsweise die Nachricht habe, dass ich möglicherweise Kontakt hatte mit jemandem, der infiziert ist und eine hohe Risikobewertung habe, dann müsste ich mich ja auch sofort in Quarantäne begeben. Wie ist denn dann eigentlich mein rechtlicher Status, wenn ich aber doch Geld verdienen muss? Ich habe ja jetzt gerade auch die letzten Monate als Solo-Selbstständige vielleicht einen ganz schlechten Stand gehabt, ne? Da muss es dafür auch einen Ausfall geben, eine Zahlung und die muss gewährleistet sein. Also solche Sachen sind in dem Gesetz geregelt, damit die Sicherheit, die Rechtssicherheit einfach gegeben ist für die Menschen, die diese App auch nutzen. Und ich glaube, das ist wichtig. Mhm. Seid ihr da schon in Verhandlungen gegangen mit anderen Fraktionen oder gibt es da auch schon Echo aus anderen Bundestagsfraktionen, wie die zu dem Vorschlag stehen? Ja, wir haben Rückmeldungen. Also die Union sieht nicht so wirklich den Bedarf, weil die sagen, das ist ja freiwillig und da braucht man nichts regeln. Die FDP sieht das leider genauso. Die SPD ist da noch ein bisschen verhalten. Da gibt es einige, die gesagt haben, ja, vielleicht ist es schon sinnvoll, das auch gesetzlich zu regeln, gerade bei den Arbeitsverhältnissen. Und die Linke will ein Gesetz. Mhm. Das heißt also, die Gemengelage ist noch ein bisschen undurchsichtig, ob wir das tatsächlich noch vor der Sommerpause hinkriegen. Wichtig ist aber, wenn sich die Fälle häufen und es immer mehr Arbeitgeber zum Beispiel gibt, die sich da, die das trotzdem dann als Verpflichtung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer festschreiben, dass dann tatsächlich gesetzlich geregelt wird und da müssen wir die Bundesregierung dann treiben. Okay. Ja. Gibt es da auch schon einen Zeitplan? Oder weil du hast ja gerade gesagt, ihr habt ziemlich bald Sommerpause und dann ist erstmal Ruhe wahrscheinlich. Gibt es da einen Zeitplan? Wir wollten das natürlich gerne vor der Sommerpause jetzt zum Start auch durchsetzen. Wenn das jetzt nicht kommt, weil wir leider noch keine Mehrheit im Bundestag haben, dann wird es sicherlich dann nach der Sommerpause sein. Und da wird es ja vielleicht dann auch noch mehr Erfahrung geben. Vielleicht haben wir dann ja auch die Chance, wenn sich die Fälle häufen, dass dann tatsächlich auch die Einsicht bei der Bundesregierung wieder sich durchsetzt und wir vielleicht dann doch eine gesetzliche Regelung auch von Seiten der Koalition bekommen. Gut, dann, ich höre schon raus, du bist etwas optimistisch da. Verhalten optimistisch, würde ich mal sagen. Ja? Ja, sehr gut. Also ich finde, wir haben jetzt eine halbe Stunde ganz gut und sachlich und fachlich auch über die App geredet. Ich glaube, du hast auch noch Anschlusstermine gleich.
heute im Plenum. Ihr tagt ja. Wir sind noch mitten in der Sitzungswoche sozusagen. Und jetzt gerade vor der Sommerpause sind natürlich ganz viele Sachen, die noch abgeschlossen werden sollen oder die in der Verhandlung sind. Wir diskutieren natürlich auch ganz viel über die Corona-Hilfen und so weiter. Mhm. Aber die kommen ja praktisch on top nochmal auf das, was ja eh schon die ganze Zeit läuft und jetzt auch weiterlaufen muss, kommt das oben drauf. Und insofern sind die Tage im Moment ganz schön voll. Dann, das kann ich mir gut vorstellen, dann wünsche ich noch viel Erfolg jetzt in der Sitzungswoche euch und viel Ausdauer und gute Nerven bei den vielen Debatten, die anstehen. Dankeschön. Dann denke ich, wir haben jetzt eine gute halbe Stunde über die App geredet und dann wünsche ich dir jetzt noch ein schönes Wochenende. Wer weitere Fragen hat, vielleicht. Ja, so, genau. Ne? Wer weitere Fragen hat, kann mir natürlich immer gerne schreiben. Tabea.rössner@bundestag.de. Und ich bin auch dankbar für Hinweise. Also wenn sich zeigt, ne, dass die App irgendwie Probleme macht oder dass im Umgang damit vielleicht doch Leute das verpflichtend irgendwie als Voraussetzung machen, dass man irgendwelche Verträge abschließen darf oder irgendwo hingehen kann. Bitte, bitte meldet das, weil solche Fälle brauchen wir auch zur Begründung. Ja, wenn wir dieses Gesetz auf den Weg bringen wollen, dann ist das gut, solche Hinweise zu haben. Also schreibt eure Erfahrungen, was ihr so mit der App erlebt. Hat ja gerade erst begonnen sozusagen, ne? Ja. Aber wenn ihr jetzt im Sommer da vielleicht die eine oder andere Erfahrung mitmacht, ob ihr viele zum Beispiel auch falsche positive Ergebnisse bekommt und so, meldet das und gebt uns Bescheid, dann können wir damit gut umgehen und können das auch einfließen lassen in unsere Debatten hier im Bundestag. Genau, danke nochmal für den Hinweis. Also wenn ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt an Tabea eine E-Mail. Und dann wünsche ich dir noch eine gute Ausdauer in der Sitzungswoche und dann hoffentlich ein erholsames Wochenende. Das wünsche ich euch auch allen. Ne? Macht's gut. Ja. Bis dann. Tschüss.